Hallo Ralf. Servus, ich grüße dich. Freut mich wirklich, dich bei uns zu begrüßen. Du warst ja jetzt ein paar Tage am Neusiedlersee. Was sagst du zu den Bedingungen? Wie hat es dir gefallen in Podersdorf? Also grundsätzlich absolut gigantisch. Ich war schon ein paar Mal in Podersdorf, aber ich hatte extrem viel Glück mit der letzten Woche. Wir hatten Wind jeden Tag, unterschiedliche Bedingungen, was für mich immer extrem wichtig ist vom Testen her. Viel Wind, wenig Wind. Und ich muss sagen, dass die gesamte Infrastruktur und die Art und Weise, wie man die Kites aufbauen kann, wie man ins Wasser kommt, ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin absolut begeistert von der extrem großen Szene, die es hier gibt. Du bist ja schon länger in der Branche tätig und designst nicht nur Tube-Kites, sondern auch Paragleiter. Wie siehst du den aktuellen Trend, dass mit Hydrofoils mehr Matten-Kites geflogen werden? Also grundsätzlich, das ist keine Frage, die man eigentlich ganz schnell und ad hoc beantworten kann, weil Tube-Kite und Soft-Kites sind wirklich sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Einsatzbereiche grundsätzlich. Der Marktanteil ist irgendwie 97-3%, kann auch 96-4% sein. Matten sind nach wie vor eine sehr gute Möglichkeit, um bei extrem wenig Wind auf das Foil zu kommen. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass man mit anderen Kite-Konzepten wie One-Strut-Kites auch wieder dermaßen viele Gewichtsvorteile hat, speziell in der Kombination mit großen Hydrofoils, dass eigentlich diese schiere Größe, die man früher mal benötigt hat, auf den Twin-Tips gar nicht mehr gefordert ist. Das heißt also letzten Endes, es sind zwei unterschiedliche Konzepte. Es ist immer auch so ein bisschen die Frage, wie man persönlich dazu steht. Die Handlingsattribute dieser beiden Konzepte sind sehr unterschiedlich. Die Handhabung ist sehr unterschiedlich und letzten Endes muss jeder für sich selber entscheiden, wo er seinen positiven Benefit aus dem Konzept sieht. Aber klar ist, der Trend geht Richtung große Hydrofoils, was wiederum bedeutet, dass der Kite an sich eigentlich kleiner werden kann. Thema Hydrofoil, du foilst dir sicher auch. Wie hat deiner Meinung nach das Foilen den Kite-Markt verändert? Es eine logische Konsequenz, eben wie schon angesprochen, aufgrund der Tatsache, dass man natürlich Gewicht spart. Gewicht ist ganz elementar wichtig für den Leichtwind-Konzept, auch für die Drift-Ability. Das heißt, je leichter der Kite grundsätzlich ist, jetzt mal abgesehen davon, wie viel Struts er tatsächlich hat, je leichter der Kite ist, umso besser sind die Handlingseigenschaften und die Drift-Eigenschaften. Also es ist auf jeden Fall nachzuvollziehen, dass wenn ich mit einem großen Hydrofoil und einem kleinen Kite fahren möchte, dann ist der One-Strut-Kite auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Ist natürlich auch ein Kostenpunkt, ganz klar, ne, logischerweise. Funktioniert nicht für alle Aspekte vom Kitesurfen, aber die Kombination Hydrofoil und One-Strut-Kite ist auf jeden Fall eine gute. Wie siehst du die Entwicklung bei Tube-Kites? Ist da nicht ein gewisser Zenit erreicht oder siehst du da noch Möglichkeiten? Vielleicht auch in puncto neue Materialien. Hier ist es auf jeden Fall schwierig, Entwicklungssprünge zu machen, die wirklich wahrgenommen werden vom Kunden. Das ist vollkommen klar, weil wir schon seit über 20 Jahren in der Kite-Entwicklung tätig sind. Allerdings ist es trotzdem möglich. Ja? Also genauso wie ich eine Weiterentwicklung in der Automobilindustrie habe, das heißt, dass ein Golf 7 oder ein Golf 8 dann besser ist als das Vorgängermodell, das ist bei uns auch der Fall. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich in dem Entwicklungsprozess über unterschiedliche Kite-Modelle immer wieder neue Synergien finden, Möglichkeiten, den Kite zu verbessern und in Summe besser zu gestalten. Das ist immer klar, Entwicklung bedeutet immer die Summe der Einzelfaktoren. Und hier ist es auf jeden Fall so, dass ich in der Lage bin, jedes Jahr aufs Neue den Kite wieder so zu bauen, dass ich sage, okay, wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Also bis jetzt sehe ich in gar keiner Art und Weise irgendwie für mich persönlich eine Limitation in der Kite-Entwicklung.